Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der nordfriesischen Marsch. Ja, das letzte Mal, wie ich aufgenommen hatte, ist schon ein bisschen länger her. Sorry dafür. Aber im Moment habe ich wenig Zeit, mich hinzusetzen. So ist das nun mal, wenn man Familie hat, liebe Leute. Und Hobby soll ja auch noch Hobby bleiben. So, jetzt müssen wir mal eben durchtippen. Der war beim Ansehen. Okay, mal gucken, ob er es richtig macht, den wir jetzt angeschmissen haben. Okay, was ist jetzt mein Telefon von mir? Mit Voice Match auf Assistenten zugreifen. Mhm. Jetzt hat er mir eine Bahn ausgelassen, das fand ich nicht so gut. Das machen wir dann aber später. Ja, der hat wie nach wie vor ein Problem mit dieser Streckenführung. Aber warum fährt der immer hier? Oder kriegt er halt die Kurve nicht wegen dem? Weil das Vorgewinde hat er ja. Das zweite Vorgewinde fehlt doch. Muss mal eben gucken, Wiese 14. Nee. Ja, der kriegt das zweite Vorgewinde irgendwie nicht. Ist hier oben denn der Wechselpunkt? Nee. Der fährt doch ewig auf dem. Ja, der muss doch dann, der hat doch das Vorgewinde fertig. Wir fahren jetzt mal händisch da runter. Warum wechselt der denn nicht? Was hat er für ein Problem hier auf der Map? Das hat er doch. Und dann wäre doch hier der Wechsel auf die nächste Spur. Aber jetzt müsste doch hier eigentlich weiterfahren, oder? Nein, er dreht. Warum? Er fährt diesen Kurs einfach nicht mit runtergelassenem Fahrgewehr. Kriegt der das hier nicht hin oder was hier los? Der klappt das schon wieder hoch. Der steht auf Feldarbeit. Was hat der Junge für ein Problem? Warum fällt er dieses dumme Vorgewinde nicht? Dann müssen wir das doch mal händisch machen hier. Er will einfach nicht. Warum auch immer. Er will nicht, er will nicht, er will nicht. Okay, Google. Okay, Google. Okay, Google. Okay, Google. Was will mein Telefon von mir?
So. Mal kurz eine WhatsApp geschrieben, weiter geht's. Ich verstehe, da hatte er doch auch schon mal. Ich raff's nicht, warum läuft das hier an dem Feld falsch? Was habe ich falsch eingestellt? Wenn der Abfahrer das Gerät auch so machen sollte, dann habe ich ein Problem. Boah, mein Telefon spinnt heute auch nur rum hier. Macht nicht das, was es soll. Mit Zeit, dass ich ein neues kriege. Bis Dezember ist ja nicht mehr lange. Mann, 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 Mann. Ganz außer Spur hier. Was soll denn der Scheiß? Ja gut, dass er hier hinten mit der Ecke vielleicht ein Problem hat, weil die so knifflig ist, aber... Das hat doch eigentlich nichts mit der ersten Bahn zu tun und warum er dann in der zweiten das Schneidwerk hoch macht. Verstehe es gerade nicht. Warum wirft er Fehler? Also Fehler ja nicht direkt, aber er macht seine Aufgabe einfach nicht. Und jetzt könnte er auch rein theoretisch hochnehmen. Dann könnte er ein Stück fahren halt. Ja, aber wenn ich mir hier absetze, macht er ja das gleiche Spiel. Ich verstehe es nicht. Bin zu hoch. Dann müssen wir halt diese Folge mal einfach selber fahren. Dass wir den großen haben und noch den kleinen auch noch, dann ist das nicht ganz so tragisch. So, komm her. Er macht es wieder hoch. Warum? Wo will er hin? Dann mach doch. Ich lasse ihn jetzt einfach mal fahren. Mal gucken, was passiert. So, was... Ach, hier wollten wir ja warten auf Schneiden, genau. Hier haben wir Holz abzuladen. Jetzt aufgenommen? Nein. Dann laden wir wieder auf. Jetzt eben nicht von mir, okay? Der liegt im Weg, den Stamm, den packt er nicht. Jetzt aber. Also Holz hatten wir hier genug. Der ist momentan über. Ja, okay. Ist ja gut, mein Brauner, ist ja gut. Nein. Nein!
Ganz ruhig. Du kriegst irgendwann auch nochmal ein Gewicht. Vielleicht springst du da nicht ganz so viel. Ah, das sieht gut aus. Bring uns mal das Gras ins Lager. Weil irgendwie so hat man das davor, ne? Warte mal, jetzt muss ich mal selber. Der ist noch im Sehen, da können wir noch nicht düngen. Aber unser neues Spielzeug könnten wir mal einsetzen. Indem wir das mal runterfahren. Warum klappt der nicht zu? Zur Wiese 10. Weil da müssen wir ja auch noch schneiden. Wo haben wir diese 10 da? Wiese 10 hoch, Wiese 10. Alles. Dann kann der auch darunter, dann können wir da unten irgendwie die Ballen fressen. Und in der Zwischenzeit können wir uns mal um Paletten kümmern. Nein, immer Führungsfahrt. Die eine Bahn, die müssen wir uns dann nachholen. Ist aber kein Problem. Nein, nein, da ist er. Jetzt fahren wir mal zur Holzproduktion, zur Holzindustrie 1. Und guck mal, was da an Paletten rumsteht. Weil wir brauchen ja Geld. Geld, 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 Geld. Also eigentlich haben wir ja alles an Fahrzeuge bis auf den Drescher. Da will ich aber sparen auf einen größeren. Also das heißt, ich möchte dann ein Feld kaufen und einen Drescher dann, einen neueren. Weil jetzt für die drei Felder lohnt sich kein eigener Drescher. Das ist rausgeschmissen Geld. Was wir da an... an Wartung bezahlen. Also dieser Mod kommt mit dem Handbremsenmod nicht klar. So, wie weit waren wir denn hier? Was steht denn hier rum? Noch gar nichts. Ach, hier hatten wir ja noch nicht angefangen, genau. Hatten wir denn schon was in der Pelletproduktion? Ja. Aber da stehen noch nicht so viele Paletten rum. Da können wieder Paletten hin. Dann muss ich eben gucken, ob was da noch steht. Auf normale Paletten, das ist... Will ich zu nah ranfahren, dann ziehen wir nämlich gleich da die halbleere Palette mit weg und das will ich auch nicht. So, dann machen wir das mal aus. Dann machen wir ZL. Na, das ist wenig Spannung. Dann fahren wir das hier rüber. So, dann laden wir diese Paletten auf. Na. Paletten. Sind nicht viele, aber besser als nichts. Auf jeden Fall läuft's. So. Die haben genug drin, die können erstmal produzieren. Können wir hier was reinmachen? Ja, nicht nah genug. Oh.
Eine. Zwei. Oh, du warst nicht geplant. 4 Stück. Ist egal. So, da können wir uns nämlich als nächstes schon mal um den Kompost hierfür kümmern. Ach, eine, komm. Den Rest müssen wir jetzt hier vorne abgeben. Dann sind sie nämlich gleich beliefert, das ist schön. Und dann können wir den erstmal wieder beiseite stellen. Und mal drauf hoffen, dass er dann hier mit Pellets voll wird. Wie viel haben wir denn hier noch an Strohpellets? Gleich mal aufs Display schauen. Das können wir aber anmachen. Wir gucken mal hier aufs Display. Leerpaletten haben wir noch. Hackschnitzel oder Stroh fehlt noch. Ja. Da sollten wir mal für Nachschub sorgen. Aber lieber 8,5, da kommen wir besser vom Zaun weg. So, 1, 2. Berechne das mal. Oh, oh, das wird verdammt eng. Das wird verdammt eng. So, dann haben wir den über, dann brauche ich einen Kipper dafür. Aber erst müssen wir den tanken. Habe ich hier schon was drin? Nein, natürlich nicht. Und wir haben nur die Drehschemel. Na, ist bestimmt schon am Zaun hängen geblieben. Gerechnet. Zu wenig. Sind wir nicht rüber? Schafft er das nicht? Bleiben wir Meter vom Zaun weg und fertig. Fahren wir eben die erste Runde mit ihm. Dürfen wir dann nur nicht vergessen beim Pressen, dass wir da auch den Meterversatz einstellen. Aber wie wir das machen, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Jens. Tschüss.